Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdatet und ihr seht es schon, wir haben einen neuen Emote drin, nämlich den Bombastisch für 500 V-Bucks mit einer ziemlich coolen Musik, werde ich euch natürlich gleich zeigen. Zu Beginn aber nochmal eine kleine interessante Information, und zwar haben ja sicherlich die meisten von euch bemerkt, dass der Shop gestern ein bisschen verbuggt war, und zwar hatten da ja einige Leute etwas andere Items drin, um genau zu sagen, dieses Highland-Kriegerin-Set hatten ja einige Leute hier im Shop verfügbar, und das Ganze sollte eigentlich gar nicht so sein. Epic Games hat sich jetzt auch dazu gemeldet. Grund dafür waren diese ganzen Sets und Bundles, weil da gab es halt ein paar Fehler. Ich denke, die meisten erinnern sich noch an die letzten Shops der letzten Tage. Da hatten wir einmal das Rex-Set drin und dann noch das Raptor-Set. Und Epic Games hatte jetzt quasi vor, die nächsten Tage noch so weitere solche Sets zu bringen. Allerdings scheint es da ein paar Bugs gegeben zu haben, ein paar kritische Fehler, weswegen das Ganze jetzt erstmal rausgenommen wurde. Und das hat quasi gestern das Ganze überhaupt verursacht, denn es quasi haben einen Hotfix aufgespielt für diese Bundles. Und das dauert, bis auf einen Server, das geupdatet ist, hatten viele Leute halt noch lange Zeit andere Items drin, weil bekannte Fehler waren auf jeden Fall, dass man, wenn man sich so ein Set gekauft hat, man es ja auch wieder zurückgeben kann, also die Items zumindest davon, und man konnte es irgendwie halt für einen höheren Preis zurückgeben, als man das gekauft hatte, und das ist ja eigentlich nicht, glaube ich, gewollt gewesen, dass man quasi da quasi mit Gewinn machen kann, indem man die einfach kauft und wieder verkauft, auch wenn man sie gar nicht haben will. Und dann gab es irgendwie noch den Fehler, dass dieses Highland-Kriegerin-Set wohl irgendwie für einen insgesamt teureren Preis drin war, als es eigentlich einzeln gekostet hat, was ja auch nicht der Sinn von einem Set ist, dass man es teurer kauft, als wenn man sich die Sachen einzeln holen würde. Genau, deswegen, es gab da halt wohl ein paar kritische Fehler, nur dass ihr Bescheid wisst, warum das Ganze überhaupt passiert ist. Genau, ich informiere euch ja immer hier zum Shop. Das eigentlich sollte, glaube ich, nämlich auch jetzt die nächsten Tage noch weitere Sets kommen. Mal schauen, wie lange Epic Games braucht, um das Ganze zu fixen, und dann, denke ich mal, werden diese Sets auch weiterhin reinkommen. Ich glaube, dieses Garagenband-Set sollte noch kommen. Also da, ich habe schon ein paar Leaks da gesehen, was da noch kommen soll. Vielleicht kann ich euch das ja morgen dann schon im Video erzählen, wie das genau wird, wenn es dazu neue Informationen gibt. Ich wollte es euch einfach nur mal hier ganz kurz sagen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem heutigen Shop. Da haben wir auf der linken Seite heute weiterhin diese Maskenskins drin. Das ist einmal der Taro mit seinem Backpack hier für 1500 V-Bucks und ebenfalls für den gleichen Preis die Nara. Und auch sie hat einen Rucksack auf dem Rücken. Ja, das sind ganz coole Skins. Mir gefallen besonders die Farben ziemlich gut. Dann haben wir noch dazu die Hack und den Gleiter drin. Der Gleiter ist halt richtig geil, der gefällt mir sehr, sehr gut. Schaut richtig episch aus. Auch, dass der Preis nur 800 V-Bucks ist, finde ich extrem gut. Der hätte auch locker episch sein können, also 1200 V-Bucks kosten können. Ja, gefällt mir, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Hacke würde ich euch eher nicht so empfehlen. Ich weiß, ist nicht ganz so mein Fall. Dieser Torbogen-Shot, wie finde ich nicht ganz so heftig aus. Deswegen, ja, würde ich wahrscheinlich eher nicht holen. So, ich wollte euch nochmal kurz den Sound abspielen. Und da kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir jetzt erstes das Pop-Sternchen drin. Ja, 800 V-Bucks finde ich dafür auch in Ordnung. Und dann haben wir noch den Pressluftspalter für 800 V-Bucks. Ja, der gefällt mir einfach vom Aussehen nicht so, deswegen würde ich eher nicht empfehlen. Dann haben wir im nächsten Slot noch den Armadillo drin für 800 V-Bucks. Den finde ich eigentlich ganz nice, dafür, dass er nur 800 V-Bucks kostet. Das schaut da ziemlich cool aus, auch dieses Blaue hier dran. Finde ich ganz cool. Dann haben wir noch den Banditen drin für 1200 V-Bucks. Jetzt schon eine Weile nicht mehr im Shop gewesen. Ja, inzwischen relativ selten geworden. Ja, finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Und dann haben wir noch den bombastischen Emote drin für 500 V-Bucks. Ich spiele ihn direkt mal ab. Jo, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde, die Musik ist ganz lustig. Ist mal irgendwie ein bisschen was anderes. Von der Melodie und dem Style her. Also sowas hatten wir, glaube ich, noch nicht so wirklich, auch weil da halt noch so viele Zusatzgeräusche sind. Finde ich eigentlich ganz nice. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Und auch diesen Emote werde ich heute natürlich wieder verlosen. Das bedeutet, ihr könnt heute wieder 1000 V-Bucks gewinnen, um euch hier den neuen Emote zu holen. Alles, was ihr tun müsst, um den, ja, um diese V-Bucks zu gewinnen, ist einfach nur mich als Creator einzutragen, weil davon finanziere ich das Ganze. Ich zahle das wirklich alles aus einer Tasche. Das bekomme ich nicht gesponsert oder so. Das zahle ich alles selber. Also ja, wenn ihr das gewinnen wollt, einfach nur Snoxy eintragen, würde mich mega unterstützen. Vielen Dank an jeden, der das einträgt. Snox, wie mein Kanal, und ein kleines I ans Ende dran, quasi so wie ich auch in-game heiße. Einfach nur Snoxy eintragen und auf Annehmen klicken und gerne nochmal schauen, wenn ihr das schon gemacht hattet, ob das überhaupt noch drin steht. Denn alle 14 Tage setze ich das zurück, dann ist das Feld wieder leer. Dann muss man das kurz noch eintragen. Also, wenn ihr nachher einfach kurz in Fortnite Online seid, gerne mal eintragen. Würde mich wirklich mega supporten. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem letzten Slot des heutigen Tages. Da haben wir das Festgestellt-Set drin. Das ist ein Rucksack-Set, bestehend aus 800 Rucksäcken. Aus drei Rucksäcken zu, ja, insgesamt 800 V-Bucks. 800 Rucksäcke wären auch ganz nice. Genau, das sind drei Rucksäcke. Einmal so ein grau-schwarzer, dann ein grüner
und ein gelber. Ich finde, sie sind relativ schlicht, sind halt eher so casual Rucksäcke. Ich finde sie jetzt nicht so krass, aber ich finde den Preis eigentlich ganz okay. Also 3 Rucksäcke für 800 V-Bucks geht auf jeden Fall in Ordnung. Ich würde sie mir aber nur holen, wenn ich weiß, dass ich einen davon für irgendeinen Skin spielen würde. Sonst, ja, lohnt sich das eigentlich nicht wirklich. Ich finde besonders die linken beiden eigentlich ganz cool. Den grünen kann man ganz gut zu vielen grünen Skins spielen. Ich überlege nämlich, den jetzt auch zum Sergeant Grünclear zu spielen, weil es gibt wirklich nicht viele grüne, gute Backpacks, die zu grünen Skins passen. Deswegen finde ich das dafür eigentlich ganz nice. Also ja, in der Hinsicht kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten würde ich mir halt überlegen, ob ich die überhaupt brauche. Jo, deswegen, das war es dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne jetzt noch tun. Ich lade hier wirklich jeden Tag den neuen Shop hoch. Heute ist, glaube ich, Tag 229. Also wenn ihr keine Shops mehr verpassen wollt, einfach ein Abo da lassen und gerne auch die Glocke aktivieren. Unten einfach kurz auf diese kleine Glocke klicken und ja, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, was Neues im Shop drin ist. Da könnt ihr euch wieder jetzt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also top oder flop. Und zum Abschluss löse ich noch schnell das Giveaway von gestern auf. Da hatte ich ja hier den neuen Skin verlost. Und der Gewinner vom gestrigen Giveaway ist der liebe Luca. Ich blende seinen Kommentar hier ja auch gerade ein. Ich habe dir auch schon auf deinen Kommentar geantwortet. Also schau bitte mal kurz nach und antworte mir dort, damit ich dir deinen Code zuschicken kann. Und dann wünsche ich euch einen entspannten Start in die Woche. Habt einen schönen Tag und ja, wir hören uns morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.